Hallo. Wir alle finden jetzt wieder einen Sitzplatz, denn jetzt kommt Daniel Schweighöfer, auch manchmal als Asset bekannt oder Asset 23. Mit der Kampf für die Informationsfreiheit ist ein Sozialer. Viel Spaß. Ja, schönen guten Abend. Ja, den Titel könnt ihr ja alle schön sehen. Ich fange erstmal an, so von wegen erzählen, was ich so bin. Also ich bin halt der Asset. Auf Twitter habe ich noch die Asset 23, aber ich stelle demnächst mal den Antrag, um die 23 loszuwerden, so, weil der komische Koreaner postet eh nie. Ja, ich heiße Daniel Schweighöfer. Ich tue meistens Reden, Denken und Schreiben. Und weil wir alle so calvinistisch erzählt sind, geprägt sind, erzähle ich euch auch, was ich arbeite. Ich bin meistens so Webentwickler und Administrator. Und, okay. Und ja, ansonsten mache ich so Spackeria-Kram, Feminismus, Uncivilization, wobei ich lange keine Zivilisationskritik mehr gemacht habe. Das muss ich demnächst mal wieder tun. Und wenn ihr mehr Fragen habt, dann geht ihr auf meine Webseite, da ist alles Mögliche verlinkt und könnt ihr alles Mögliche finden, was euch interessiert. Ja, kleine Übersicht. Ich fange an, so ein bisschen zu erzählen, was eigentlich in diesen Auswirkungen Informationsfreiheit und Vernetzung eine gute Sache ist. So. Dann erzähle ich mal so ein bisschen darum, was eigentlich so das Problem ist, gerade mit den ganzen negativen Effekten und was so die Mechanismen sind und wo das so herkommt. So. Und dann versuche ich noch so einen kleinen Ausblick zu geben, was so Möglichkeiten wären, was wir das ganze Problem ein bisschen angehen. Ja, anfangen wollte ich damit. Also ich bin der Meinung, dass dieses Informationsfreiheit-Ding oder Post-Privacy, wenn ihr so einen komischen Begriff benutzen wollt, eigentlich echt eine gute Geschichte ist, so, weil es halt sehr viele positive Effekte hat. Also alleine so, was die Entwicklung von Politik und auch gerade so die Weiterentwicklung von Kultur hat, weil es sich inzwischen irrsinnig viele sich befruchtende Geschichten ergeben. So. Es sorgt einfach dafür, dass ich quasi mit Leuten in Kontakt stehe, die irgendwo quer über den ganzen Globus verteilt sind und ich das alles mitbekommen kann und das ist echt eine tolle Geschichte. Und es verstärkt natürlich auch, es gibt diesen schönen Verstärkereffekt mit dem sich immer weiter aufsteigernden Geschichten, so, das zu echt guten Sachen führen kann. So. So zum Beispiel so irgendwelche Graswurzelbewegungen, also da haben wir jetzt so ein typisches Beispiel für eine Graswurzelbewegung, die ich total geil finde, und die man unheimlich unterstützen müsste, aber könnten jetzt auch noch tausend andere Möglichkeiten geben, was sich an positiven Effekten gebe. Also alleine die Open-Source-Bewegung ist ein sehr praktisches Beispiel dafür, was auch echt viel gebracht hat. So. Oder was auch immer richtig geil sind irgendwelche Hypes, die sich einfach ergeben, wie zum Beispiel, kennt ihr Brownies? Yeah! Ponys sind immer toll. Das Problem ist aber auch in der Geschichte, das Ganze hat halt auch so ein, das ist so ein zweischneidiges Schwert, das hat halt auch echt mal einen großen Haken so, weil das natürlich auch einfach diese kulturellen und sozialen Unterschiede einfach nochmal viel krasser aufzeigen kann. So. Ich meine, das kann natürlich so lustige Aspekte haben, von wegen, ja, ihr Schweizer tut ja immer so komisch sprechen oder was macht ihr denn auf euer Brot oder so, aber das kann natürlich auch dazu führen, dass man sich einfach viel, viel schneller wieder abgrenzen kann, weil man sagt so, ah hier, das ist so ein Amerikaner-Board, da bewegen wir uns nicht. Oder ja, das ist ja mehr so asiatisch, das ist ja nicht so unsere Gegend, wir betreiben uns dann eher so auf den europäischen Services rum. Und es verstärkt damit natürlich auch wieder negative Phänomene. Die Auswirkungen wird ihr wahrscheinlich alle kennen, das zum Beispiel Shitstorms so. Das ist ein Ausschnitt aus einem Comic, den ich jedem nur empfehlen kann. Das geht eigentlich darum, wie so den Weg über dem feministische Diskussionen leider eigentlich viel zu oft und beziehungsweise fast immer momentan im Netz zu führen. Und Shitstorms sind halt, die sind nicht produktiv. Die können zwar Aufmerksamkeit erzeugen, aber im Endeffekt geht es nur darum, dass irgendwelche Leute irgendwann echt mal einen miesen Tag bekommen, beziehungsweise mal einfach dran kaputt gehen, weil man so viel Hass und Abartigkeit einfach nicht erleben kann. Und eine andere Möglichkeit, das halt auch immer total nervt, sind solche Geschichten wie Raids, also so organisierte Überfälle. Ich meine,
wenn jetzt so ein paar anonymes Leute anfangen, irgendein komisches Spiel zu überfallen, dann ist das lange nicht so schlimm, wie wenn sich irgendwelche Nazis verabreden, so wir gehen jetzt mal die und die Leute verhauen, was ich so das größere Problem sind. Also das steigert sich da halt auch auf, wie im Positiven, wie im Negativen. Und das Problem, was ich halt da momentan dran sehe, ist, dass wir uns echt mal darum kümmern müssen, gerade um die negativen Effekte, die damit aufgezeigt werden. Ich meine, es ist super, dass wir diese ganzen positiven Effekte sehen, aber wir sollten uns mal echt damit beschäftigen und zu gucken, was so das Problem ist. Und das Problem, würde ich mal sagen, nennt sich, kann man mit diesem schönen Wort Privilegien zusammenfangen. Ich fange das mal an zu erklären mit dem Kapitel, was ich genannt habe, das Märchen von den Ford-Menschen. Es gibt halt dieses Bild in unserer Gesellschaft, wenn man so will, dass es so den Standardmenschen gibt. Wenn du so betrachtest, ja, dann haben wir die Menge von Menschen, dann haben wir eigentlich immer genau diesen Menschen vor Augen, und der ist halt weiß, männlich und meistens auch irgendwie nicht zu alt. Und wenn du so bist, dann hast du eigentlich keine Probleme. Und das genau ist eigentlich so das Problem an der Geschichte, was auch einfach, ja gut, ich gehöre jetzt auch zu dieser Gruppe, was ich jetzt nicht ändern kann, aber ich kann darüber reden. Und das Problem an der Geschichte ist aber, dass es mir einfach Vorteile gibt. Kleiner Exkurs noch, wir haben in unserer Gesellschaft dieses eigentlich religiös geprägte Motiv, dass es so eine allgemeingültige Wahrheit gibt, das spielt da so ein bisschen mit rein. Also wir haben diesen Default-Menschen, und dazu passend haben wir halt auch einfach so dieses Konzept von einer gesellschaftlichen Wahrheit. Und alle anderen Ansichten sind halt einfach weniger wert. Das brauchen wir später noch, deswegen erzähle ich da mal kurz drüber. Nun gut, Privilegien sind eigentlich genau deshalb ein Problem, weil es dafür sorgt, dass Leute, die diese Privilegien nicht innehaben, aus irgendwelchen Faktoren, einfach, ja, die gearscht sind. Das Blöde daran ist, das sind aber eigentlich fast der Großteil der Menschen. Und das ist nicht schön, weil die Definition ist eigentlich relativ einfach. Das ist einfach, sobald du diese Defaults hast, hast du diese Privilegien. Du brauchst dich da nicht drum zu reißen. Du hast sie einfach. Und das fällt dir halt auch nicht auf, weil du wirst einfach ja nicht besonders behandelt. Du kriegst keine Steine in den Weg geworfen. Du wirst einfach so behandelt. Und das Krasse daran ist, was einfach viele nicht bei uns viele einfach nicht gewöhnt sind, was zum Beispiel auch gerade in Hinsicht auf den Talk, den wir vorher hatten, haben, ist, wir sind uns einfach immer eines sozial, also ich als privilegierter Mensch bin mich immer einfach eines sozialen Rückhaltes bewusst. Es gibt den einfach. Ich brauch da nicht drüber nachdenken. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie Achtung zu befürchten habe oder so. Ich habe einfach diese Privilegien. Und das Problem an der Geschichte ist allerdings, wenn wir wollen, dass alle Menschen offen sind, dass alle Menschen einfach offener ihre Informationen preisgeben können und offener mit den Informationen von anderen Menschen umgehen können, was ja auch wieder neue Daten erzeugt, dann brauchen diese Menschen soziale Sicherheit. Und es ist eigentlich, meiner Meinung nach, es ist unsere Aufgabe, dass wir uns ganz dringend darum kümmern, dass wir versuchen, mehr in diese Richtung zu arbeiten. Weil ansonsten wird es einfach nur dazu führen, dass sich die negativen Effekte ja, verstärken und die Leute, die momentan nicht privilegiert sind, einfach weiter nicht privilegiert bleiben. Was die ganze Problematik nur verschärft, weil es diesen Verstärkereffekt gibt. Und sie brauchen, also was wir eigentlich brauchen, um es mal zu einer Analogie brauchen, wir brauchen eigentlich erweiterte Schutzräume. Also das Idealbild, was wir wahrscheinlich nie erfüllen werden können, beziehungsweise was sich keiner von uns vorstellen kann, ist halt, dass die Schutzräume so erweitert sind, dass ich normal auf Facebook irgendwelche Sachen posten könnte. Okay, ich zu sagen ist blöd, weil ich bin ja privilegiert. Aber dass auch Unprivilegierte normal ihre
also so normal ihre Sachen posten könnten, wie ich das zum Beispiel tue. Und was auch ganz wichtig ist, was wir auch auf jeden Fall behandeln müssen, ist, dass Menschen, die mit Post-Privacy bzw. Informationsfreiheit leben, einfach auch eine Möglichkeit der freien Wahl von Identitäten haben brauchen. Das geht nicht nur darum, dass sie wählen können, was du hier für einen Nickname hast. Und es geht auch darum, dass du wählen kannst, welches Geschlecht du haben möchtest. Ich führe das absichtlich in Anführungszeichen, weil es ist eigentlich ein starkes soziales Konstrukt ist, was aber vielen einfach nicht bewusst ist. Wie gesagt, wenn wir das nicht haben, dann droht es einfach, dass diese ganzen schönen Sachen, die wir von der Spackeria sehen, die wir irgendwie ja toll finden, dass diese eigentlich quasi negiert werden, beziehungsweise sich nie so entfalten werden können, weil nur die Leute mitmachen können, die irgendwie privilegiert sind, und die nicht privilegiert sind, einfach immer leiden werden. Und da habe ich keine Lust zu. Und ja, was wir uns halt einfach wissen wollen, ist halt, wir haben diese Mechanismen, das ist nicht so, dass das irgendjemand ist, der die Fäden zieht, der diese Mechanismen wirklich benutzt, sondern es ist einfach, diese Mechanismen haben sich kulturell ergeben und sind einfach vorhanden. Und ja, ich habe das jetzt mal ein bunter Strauß Begriffe aus der Sozialwissenschaft genannt, so weil es sich darüber einfach ergibt. So. Die sind, ja, also einer dieser Mechanismen ist Exklusion, also dass Leute einfach, Exklusion bezeichnet, dass Leute einfach ausgeschlossen werden aus irgendwelchen sozialen Geschichten. Das kann zum Beispiel, ein schönes Beispiel dafür ist Bildungsaspiration. Also wenn du einen gewissen Bildungsstandard hast, um dich an Gesprächen beteiligen zu können, bekommst du automatisch auch einfach einen anderen Freundeskreis, als wenn du einfach nicht diese Bildung hast, um als interessanter Gesprächspartner zu dienen. Das ist uns vielleicht nicht gewusst. Ein anderes Ding ist zum Beispiel Exklusion, was auch uns momentan aktuell im Netz betrifft, ist, wenn ihr nicht schreiben könnt, wenn ihr nicht ohne Rechner, ohne Rechtschreibfehler schreiben könnt, wenn ihr keine korrekte Rechtschreibung schreiben könnt, dann werdet ihr automatisch anders wahrgenommen, wenn irgendjemand eure Blogbeiträge liest. Beziehungsweise es gibt einen Grund, warum so Legastheniker zum Beispiel keine Blogs schreiben. Weil du einfach nicht wahrgenommen wirst, wenn du kein korrektes Deutsch schreibst. Das ist ein Problem, was wir echt mal angehen sollten, was aber, wie gesagt, halt tief kulturell verwurzelt ist. Ein anderes Konzept ist, Moment, ich muss kurz rein. Ja, ein anderes Konzept ist Fremdmarkierung. Das ist eigentlich ganz wichtig. Fremdmarkierung bezeichnet, dass sich Leute aufgrund von ihrer von meiner Wahrnehmung Eigenschaften zuschreiben. Schönes Beispiel, was ich momentan habe. Ich habe das Gefühl, dass ich im Netz diesen Piratenstempel bekomme. Als Piratenstempel betrachte ich irgendwelche Leute, gucken, was schreibe ich auf Twitter, gucken, okay, der macht Politik, der kommt irgendwie aus der IT, arbeitet IT, der ist Pirat. Also, was da sofort danach rauskommt, ist, okay, er ist Pirat, also hat er keine vernünftige Gesellschaftskritik, sondern hat sich nur mal überlegt, man müsste da mal was ändern, aber ich will nicht mich ändern. Und da kommt ein ganzen Haufen Sachen hinterhergeglattert. So. Anderes Ding ist, ganz klassisches Beispiel für Fremdmarkierung, ihr trefft jemanden, stellt fest, dass sie aus Polen kommen und wundert euch, warum sie keine Autos klauen. Das ist ein klassisches Beispiel für Fremdmarkierung. Was mit reinspielt, ist ganz klar, ist dieses Konzept von sozialen Normen. Ich reiße das jetzt nur kurz an, weil das sind alles Themen, über jedes dieser Themen konnte ich locker einen Talk halten. Aber wir müssen das nur einmal kurz irgendwie betrachten. So. Dass es halt diese verschiedenen Normen bzw. Rollenmodelle gibt, wie Menschen sind und wie Menschen leben. Wenn wir diese Normen bzw. Rollenbilder nicht angehen, können wir auch nicht angehen, dass die Menschen sich irgendwie anders untereinander verhalten. Ein ganz klassischer Faktor ist jetzt Geld zum Beispiel. Also wenn ich einfach nicht das Geld habe,
jeden Abend in die Kneipe zu gehen, dann kann ich einfach eine gewisse Form von soziales Leben nicht mitmachen. Wenn ich nicht das Geld habe, hier meinen geilen MacBook Pro zu haben, das übrigens keine geile Kiste ist, aber egal, dann kann ich auch einfach in der gewissen Teil von Kisten nicht, einen gewissen Teil von sozialen Schichten nicht mitarbeiten. Beziehungsweise wenn ich auf einer aus meiner Berufspraxis zum Beispiel gesagt, wenn ich auf einer Rails-Konferenz auftauche und ich habe keinen Mac, dann kann ich davon sicher gehen, dass ich auf jeden Fall komisch angeschaut werde, weil wieso hat denn der keinen Mac? Das ist ganz kranke Geschichte. Und im Endeffekt sind das alles Mechanismen, die dafür sorgen, dass es zu einem systematischen Machterhalt gibt, beziehungsweise dass sich die einzelnen sozialen Gruppen nicht groß überlappen. Das ist, wir könnten jetzt zwar natürlich sagen, aber wir sind das Netz und hier ist ja jeder gleich und sowas, aber ganz ehrlich, dann würden wir uns in die eigene Tasche lügen, weil du hast zwar natürlich im Netz schon eine Durchmengung von verschiedenen sozialen Gruppen, aber im Endeffekt gibt es doch wieder die einzelnen verschiedenen Gruppen. Oder treibt ihr euch auf 4chan rum? Also ich nicht, ich weiß, Plom tut das, aber das ist halt, ja, das sind halt einfach verschiedene Gruppen, die sich ergeben. Und das Ding ist halt, wenn wir versuchen, mit allen diesen Gruppen zu reden, dann wird es schwerer. Womit wir auch schon zu dem letzten Punkt kommen, was kann man versuchen, also wie können wir versuchen, das ein bisschen anzugehen, wie können wir versuchen, das zu verändern, weil wir müssen uns ja klar sein, alle diese Veränderungen sind kulturell motiviert und Kultur ist etwas, mit dem wir aufwachsen. Wir werden so sozialisiert und selbst wenn wir jetzt wirklich ganz krass versuchen, uns sofort zu ändern, es wird nicht funktionieren. Ich kenne Leute, die sich ja 20, 30 Jahre mit solchen Geschichten beschäftigen und ich erwische die dann immer wieder, dann doch wieder, dass sie in den Momenten, wo sie nicht aufpassen, dann auch wieder diese Sachen reproduzieren. Also das ist einfach ein Prozess, der einfach lange brauchen wird. Ich weiß, wir haben eigentlich keine Zeit, aber er wird halt lange brauchen, wir können das nichts ändern. So. Ich sehe da die einzige Möglichkeit, die ich momentan eigentlich sehe, ist, dass wir versuchen, uns in die einzelnen Geschichten, die es da schon gibt, also ich habe es jetzt mal als Ismen abgekürzt, dass wir uns da eigentlich irgendwie versuchen, mal mit zu engagieren, dass wir versuchen, da mal Brücken rüber zu schlagen. Mit einer der wichtigsten Geschichten ist eigentlich darum, es geht mir darum, wir brauchen eigentlich, wenn wir versuchen wollen, dieses Ding mit der Informationsfreiheit wirklich durchzuziehen, dann müssen wir uns daran hin entwickeln, dass wir den Pluralismus fördern. Also dass wir damit leben können, dass es verschiedenste Diversitäten von Einstellungen und Lebensweisen und Ansichten gibt. Weil nur so kann ich anerkennen, dass es Leute gibt, die so sind und es trotzdem für gut befinden und nicht irgendwie anfangen, muss sie nicht wieder irgendwie diskriminieren, weil ich sie nicht, ja, weil ich ihre Lebensweise nicht verstehen kann. Ich denke mal, momentan aus meiner Warte gesehen, dass das Ding, was so Nummer 1 Vektor ist, wo man echt mal gucken kann, dass wir uns damit beschäftigen müssen, ist eigentlich der Feminismus. Ich weiß, dass es jetzt vielen Leuten aus dem Netz nicht wirklich so geläufig, weil man sich unter dem Namen vielleicht mal angegriffen gefühlt oder es gibt da durchaus auch extreme Strömungen, die ich jetzt auch nicht so toll finde. Aber das Ding ist halt einfach, dass Frauen eine verdammt große Gruppe sind von Menschen und wenn wir es schaffen, diese mit in unseren, ja ist halt so, und wenn wir es schaffen, diese mit irgendwie mit denen in dieselbe Richtung zu arbeiten, dann haben wir einfach mehr Wirkungsmächtigkeit und das ist halt einfach, dann kann man mehr machen und ich würde mich echt freuen, wenn wir es mal schaffen würden, wenn so die Netzgemeinde, die natürlich auch nicht definiert und der Feminismus, der auch nicht definiert ist, aber wenn wir uns ein bisschen aufeinander zugehen könnten oder zumindest voneinander lernen könnten. So, es gibt da so ein paar Parallelen, ich versuche das momentan auch schon ein bisschen so. Ich hatte da auch mal ein paar Geschichten gemacht so, und ich werde auch noch weiter dran arbeiten. Aber ich sehe halt immer noch, dass es weite Teile gibt, dass sich da so, ja, man sich da nicht traut, beziehungsweise man sagt so, ach, wir brauchen die doch gar nicht. Und die sagen, ach, das Netz, das brauchen wir doch gar nicht. Und das sind halt diese ganzen sozialen Veränderungen, die uns aber langsam einfach auf uns zukommen und über die wir uns mal kümmern müssen. So. Und
mir geht es halt eigentlich, also mir persönlich geht es darum, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das findet, ob ihr da mitmachen wollt oder nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr es tut. Und mir geht es darum, dass wir mal einen eigenen, vielleicht offeneren Feminismus prägen können. Ich meine, klar, da ich privilegiert bin, kann ich natürlich da auch einfach aus einer sicheren Position vorgehen, als also so jemand wie Helga, die halt vorher erzählt hat, was ich auch komplett verstehen kann, dass sie halt auch irgendwie sagen, dass sie sich da einfach ein bisschen absichern müssen, weil es halt diese Mechanismen gibt, die sie einfach weitaus mehr sozial abstrafen, als sie jetzt bei mir zum Beispiel tun. Eine andere soziale Gruppe, um die man sich echt mal, von der man lernen könnte, ist dieses ganze Ding um Anarchismen, garantiertes Grundeinkommen bzw. Kapitalismuskritiker, weil jedes Mal, wenn man sagt, ah, wir wollten noch ein Sommer in die Richtung kommen, es gibt immer, wirklich immer, also ich mache das jetzt seit 20 Jahren, es gibt es immer dieses Argument von wegen, ja, aber Menschen sind doch natürlicherweise so und so. Und dann werden dir irgendwelche kulturell erzeugten Artefakte erzählt, so von wegen, Menschen sind doch geldgierig. Obwohl es rein natürlich, wenn wir in Afrika aufgewachsen sind, da gab es kein Geld, da brauchten wir auch kein Geld. Wozu? Und ich glaube, das ist ganz interessant, wenn man sich versucht, da mal ein bisschen mit diesen Kräften zu unterhalten. Klar, das Netz ist an sich schon von seiner Struktur her stark anarchistisch geprägt. Wenn man sich mal die Leute anguckt, die das Ganze entwickelt haben, ja, da geht schon was. Was ich auch sehr wichtig finde, gerade wenn man sich diese stark linken Gruppen angeht, was ich momentan auch einen krassen Aspekt finde, den wir im letzten Mal angehen müssen, ist nämlich Diskussionskultur. Also in dem Sinne, dass wir uns wirklich mal zuhören und uns nicht ständig ins Wort fallen, weil es einfach eine Frage ist, in dem Moment, wo ich die ganze Zeit nur dominant agiere, kann ich eigentlich nicht anders handeln, als dass ich wieder irgendwelche Leute ausschließe. Und das führt dann wieder dazu, dass sich die Mechanismen, die ich schon vorher hatte, sich wieder reproduzieren, und das bringt uns nichts. Ja, dann habe ich noch ein bisschen geschummelt. Ich denke nämlich, das Wichtigste ist, dass wir mal anfangen, das ganze Ding uns selbst quasi zu erklären. Also, dass wir uns selbst darüber klar werden und dass wir auch versuchen, so die Teile, die es noch nicht so richtig wissen, ein bisschen darüber aufzuklären. Es gibt da, wie gesagt, schon viele Geschichten, aber es gibt so viele Menschen auf der Welt, und vor allen Dingen, ich meine, uns muss klar sein, das, was wir momentan hier machen, ist quasi, ja, es gibt noch Gegenden auf der Welt, die sind gerade dabei, die ganzen Fehler von uns, die wir vor 60 Jahren gemacht haben, nachzuholen. Und das halt irgendwie, ich würde mich freuen, wenn wir versuchen könnten, denen das ein bisschen zu erzählen, ohne gleich in diese Falle zu fallen, von wegen so, ja, wir kennen das ja alle schon, wir erzählen euch mal, wie die Welt funktioniert, weil das werden die bestimmt nicht, weil wir die keinen Bock drauf haben, so. Und was uns auch klar ist, dass es extrem anstrengend ist, so zu machen. Also es ist einfach, wenn ich jemanden versuche, etwas zu erklären, ohne ihn anzugreifen, wird es einfach immer extrem anstrengend und extrem aufreibend, und jeder von uns hat da zwischendurch einfach keinen Bock drauf, so. Aber wenn es viele, viele Leute an vielen verschiedenen Stellen tun, dann kann das vielleicht funktionieren. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen sich unheimlich lohnt im Endeffekt, also on the long run. Ich glaube nicht, dass wir das, also das, was mir so vorschwebt, dass wir das irgendwann nochmal hinkriegen, aber man kann es ja versuchen. Was ich noch so ein bisschen als Ausblick haben wollte, beziehungsweise was mir ganz wichtig ist, das mal anzusprechen, weil ich da jetzt schon länger drüber nachdenke, aber noch keine richtige Antwort darauf gefunden habe, ist eigentlich für meine große Frage, die mich momentan so ein bisschen bewegt, ist, wie ich in einer kooperativen Gruppe, also in einer Gruppe, die kooperativ funktioniert, wie ich mich dagegen wehre, wenn ich von einer hierarchisch bzw. auf Ausbeutung basierten Gruppe angegriffen werde. Das Problem ist, wenn ich anfange, mich zu wehren, muss ich wieder schnelle Strukturen schaffen, muss ich wieder hierarchische Strukturen machen, passe mich dazu an und werde quasi wie mein Gegner. Das heißt, das Problem ist nicht gelöst. Wenn ich einfach zurückweiche, quasi nicht nur quasi, sondern einfach aufgeben und dem Konflikt entziehe, kann ich mich auch nicht mehr weiter behaupten und werde ich mich auch nicht weiterziehen. Das Problem ist, ich habe da keine große Antwort drauf. Bis jetzt meine
Möglichkeiten ich habe. Wir können versuchen, darüber zu reden, mit den Teilen der angreifenden Gruppe zu reden, das versuchen zu vermitteln, aber wir haben dann wieder das Problem, dass es dieses Konzept der einen Wahrheit gibt, und wenn wir was erzählen, so von wegen, ey, hier werden gerade Leute bei uns abgeschlachtet, dann sagen die, ach nee, wieso, auf CNN wird doch keiner abgeschlachtet, ist doch alles okay. Und dann zeigen wir irgendwelche Videos, wie Hubschrauber irgendwelche Reporter umnieten, und dann verhaften wir lieber die Leute, anstatt da mal drüber nachzudenken, weil es ja so schöne kleine Welt ist, wo wir so leben. Und man kann natürlich auch einfach sagen, wir bleiben einfach energisch friedlich, aber ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Mit einer der validesten Optionen, die ich momentan habe, ist, wir können natürlich auch einfach warten, bis hier echt alles vor die Hunde geht. Also entweder wir hier vertrocknet alles oder die Eiszeit kommt. Ist jetzt für uns langsam eine valide Option, finde ich jetzt aber auch nicht so lebensbejahend oder toll. Ja, und ich glaube, danach war ich eigentlich auch schon fertig, und wenn euch interessiert, wie der Talk geschrieben wurde, und Latech ist eine ganz tolle Sache, könnt ihr euch das auf der Webseite angucken, und ansonsten freue ich mich über Fragen, Kritik oder Anregungen. Danke. Darf ich? Ja, klar, gerne. Ja, wunderbar. Ich habe so ein bisschen das Problem einfach auch nach Grenzen und so ein bisschen, also wo sind die Grenzen dann der Informationsfreiheit auch individuell? Und ich finde, es kam mir übrigens auch beim vorigen Vortrag so vor, dass so ein bisschen ein statisches Menschenbild besteht. Auch deine Schilderung von dem jungen Weiß privilegiert. Das trifft zu, aber ich kenne jede Menge junge, weißer, männlicher Loser. So, die soll es ja geben. Mir fehlt so ein bisschen die psychische Komponente, also in diesem Menschenbild. Vielleicht kann ich es in meinem eigenen dämlichen Beispiel nochmal sagen. Vorher gab es ja auch so ein lustiges Bildchen zu meinem Sack und so. Also es gab wohl kaum jemand, über den mehr über seinen Sex im Spiegel stand, als über mich. Da standen ja Dinge drin, die ich selber gar nicht weiß. Aber das ist ja nun kein Problem. Es haben ganze, ja, Horden sind jetzt übertrieben, aber Psychiater und Psychologen sich bei mir gemeldet und gesagt, ja, also warum lebt der Taus eigentlich noch? Andere begehen Selbstmord. Habe ich gesagt, da denke ich überhaupt nicht dran. Ich bin in meinem Dorf an den Stammtisch gegangen, habe mich hingesetzt, na, wollte mit dem Kriminellen doch, ja, selbstverständlich saufen wir jetzt weiterhin. Andere hätten sich unter die Espe angelegt. Also genau das ist der Punkt. Ja. Was hält ein Mensch aus, ist, glaube ich, so der wesentliche Punkt, auch bei den Informationen, die über ihn bekannt werden. Ich kenne, weil du gesagt hast, ich kenne keinen, der blockt, nur weil er Rechtschreibschwäche hat. Also ich kenne im Bereich der Piratenpartei mindestens zwei Blogger, von denen ich weiß, dass sie übrigens auch ganz gut blocken. Ne? Ich würde ihn trotzdem vielleicht empfehlen, zu redigieren zu lassen, weil viele Leute einfach, die haben ganz kluge Gedanken, ja, sie gehen nicht drüber. Aber die machen es, weil sie psychisch stabil sind und genau wissen, was soll's, ja. Ich tue meine Meinung kund und ich bin Legastheniker, was soll's, ja. Und es gibt eben großen Teil, die eben im Laufe ihres Lebens auch damit konfrontiert waren, dass sie dieses nicht können. Also, Entschuldigung, sollte jetzt kein Co-Vortrag werden, aber genau diese Komponente, was hält der einzelne Mensch aus, ja? Auch in Informationen, die über ihn kursieren, die über ihn preisgegeben werden, ist meines Erachtens eine Komponente, die unheimlich wichtig ist in der gesamten Betrachtung, auch im letzten Vortrag für mich zu kurz kommt. Und dann sind wir an so einem Punkt, ich werfe das nicht vor, aber ich mache es mit Fragezeichen, ist da nicht ein Punkt Menschenverachtung dabei, weil man einfach von einem Bild von Menschen ausgeht, ich sage nochmal, jung, weiß, privilegiert, männlich, die sind so, was du dann an anderer Stelle wieder in Frage stellst. Und dieses Menschenbild, das ist meine Frage, die ich einfach hinterfragen würde, und vielleicht ist es zu komplex, um darauf eine einfache Antwort zu finden und sagen, naja, wenn wir es alle offen haben, das halten dann alle aus. Ich fürchte, es gibt genügend, die es nicht aushalten. Naja, also die Geschichte ist, jetzt eine psychologische Betrachtung zu machen, kann ich ja immer nur an einzelnen Menschen. Worum es mir eigentlich ging, ist halt das soziologische Bild, was in unserer Gesellschaft vorherrscht, aufzuzeigen. Also es geht nicht darum, jetzt wirklich die einzelnen Menschen zu betrachten. Ich meine, mir ist klar, dass es Leute gibt, die irgendwie mehr aushalten als andere, beziehungsweise die einfach von ihrer Vorgeschichte da einfach besser darauf eingestimmt sind, sondern es geht eigentlich darum, erstmal Mechanismen in der Gesellschaft aufzuzeigen.
Und da ist dieses Bild des, also da ist diese Gruppe, wer privilegiert ist und wer nicht, einfach klar abgegrenzt. Darum ging es. Es ging nicht darum, die psychologische Betrachtung zu machen. Würdest du dich außen vor lassen? Nö, das wäre aber ein anderer Vortrag. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Vortrag in voller Gänze verstanden habe. Mhm. Das ist das eine. Das, also, was ich zu dem Anfang sagen möchte, ist, ich bin transsexuell und ich stehe dazu. Ja. Und ich möchte für mich keinen weißen Ritter haben, der für mich eine Lanze bricht nach außen hin und mich damit quasi in eine Opferrolle zwängt. Sondern ich möchte aus dieser Opferrolle raus. Und deswegen würde ich an dieser Stelle auch nochmal das wiederholen, was vorhin zu dem anderen Beitrag zu dem Feminismus, ich weiß nicht mehr, Mädchen, ich weiß es nicht mehr genau, da kam auf, dass es nicht das Ziel sein kann, diese Schutzräume zu bilden, sondern dass das einfach mehr ein Hilfsmittel ist, weil es halt Leute gibt, die nicht, oder die Leute in diese Opferrolle zwängen. Genau. Und also du hattest vorhin gesagt, es müsste das Ziel sein, noch bessere Schutzräume zu etablieren. Das sehe ich irgendwie etwas kritisch. Ja, Entschuldigung, vielleicht habe ich mich da auch einfach blöd ausgedrückt. Also es geht mir nicht darum, jetzt wirklich zu sagen, ja, wir brauchen ganz große Schutzräume, sondern es geht eigentlich darum, ich möchte eigentlich versuchen, die Gesellschaft immer ein bisschen in die Richtung zu bewegen, dass es diese Schutzräume einfach nicht mehr so stark braucht. Ja, also, das ist ja richtig. Aber du machst das ja nicht, indem du jetzt quasi für die Leute eine Lanze brichst und sagst, jetzt respektiert die doch mal. Also so wird das, denke ich, nicht funktionieren. Das ist ein Problem irgendwie. Mhm. Ja. Ja, also nee, ich möchte ja auch gar nicht jetzt dieses weiße Ritterding haben. Da habe ich ja gar keine Lust zu. Ich möchte eigentlich nur zeigen, so Kinders, hier ist das Problem und das sind die Möglichkeiten, die ich sehe. Ja, na gut, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, dann habe ich es schlecht kommuniziert. Das ist, den Schuh kann ich mir ja auch anziehen. Ja, ich finde das einen interessanten Punkt, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass du das machst, weil es wäre ja auch irgendwie merkwürdig, wenn Leute, die auf die eine oder andere Weise privilegiert sind, sich nicht mit diesen Themen beschäftigen würden, weil die meisten zumindest hier im Raum in der einen oder anderen Form privilegiert sind. Also ich bin vielleicht privilegiert, weil ich weiß bin, aber nicht privilegiert, weil ich eine Frau bin. Mhm. Und insofern ist man darf aus diesem Begriff privilegiert nicht auf eine Täter- und Opferrolle schließen. Ja. Ich persönlich, ich fand im Kontext dieser ganzen Schutzraumdebatte, die es bei den Piraten gab, mit Piratinnen und so weiter, ganz interessant, da ich für mich persönlich festgestellt habe, dass ich manchmal eine Kommunikation nur unter Frauen ganz angenehm finde, weil ich mir dann darüber klar werde, wo ich vielleicht selbst diskriminiere, weil ich natürlich auch ein Frauenbild habe, das ich auf andere Frauen projiziere und manchmal mich auch vielleicht gegenüber Männern eher gezwungen fühle, zu betonen, dass ich nicht besonders behandelt werden will oder so. Ich meine, das ist ja irgendwie bei den Piraten schon so ein gängiges Phänomen. Eine Frau kandidiert für irgendein Amt und stellt sich hin und betont, sie möchte nicht als Quotenfrau gewählt werden und kriegt dafür riesigen Applaus. Das ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Kein Mann stellt sich dahin und sagt, ich möchte nicht als Quotenmann gewählt werden und dafür würde auch keiner applaudieren. Also insofern finde ich, du musst dich auch nicht... Ich könnte es fast versuchen, mal es auszuprobieren, aber erzähl weiter. Ja. Also fänd ich ganz witzig. Insofern finde ich diese Sache mit weißer Ritter und Opferrolle geht davon aus, dass diejenigen, die in der einen oder anderen Weise nicht privilegiert sind, nicht Teil dieser diskriminierenden Strukturen sind. Und das ist halt nicht so. Was der Jörg gesagt hat, was die Information angeht, ich denke, eigentlich die meisten Spackos sind sich ja irgendwie einig, dass Anonymität im Netz eine gute Sache ist. Ja. Aber der Punkt ist, es hilft mir als Frau nicht, wenn ich in irgendeiner Form einen androgynen Nickname habe, den ich habe, weil in dem Moment, wo ich eben mit diesem Nickname unterwegs bin und die Leute mich nicht kennen, halt einfach davon ausgehen, normalerweise, dass ich ein Mann bin, es sei denn, ich sage halt irgendwas, was speziell irgendwie als weiblich wahrgenommen wird. Und deshalb, solange ich mich nicht als Frau zu erkennen gebe, trage ich dazu bei, dass diese Vorurteile verstärkt werden, weil jeder mich eben als Beispiel für
das typische Verhalten des Geschlechts ansieht, für das er mich gerade hält, wenn ich irgendwas sage im Internet. Deshalb ist es für mich halt wichtig, dass ich irgendwie offen auftrete im Internet, weil ich selber, dadurch, dass ich eben zu einer Pseudominderheit gehöre, ich meine, Frauen sind keine Minderheit, aber werden halt immer da mit betrachtet, dass ich eben mit meinem Verhalten immer als stellvertretend für diese Gruppe angesehen werde, was halt bei Männern, weißen Männern jetzt nicht so ist, obwohl die natürlich trotzdem aufgrund anderer Eigenschaften wiederum diskriminiert werden. Ja. Also da war ja jetzt keine Frage drin, aber du hast natürlich recht. Also ich habe natürlich auch einen ganzen Haufen Privilegien, aber ich bin natürlich auch einen ganzen Haufen Weise nicht privilegiert. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade keine 15 Millionen auf meinem Konto rumliegen. Was mir jetzt gerade noch einfiel, was ich noch vergessen hatte, auf Herrn Taus zu antworten, ich habe so ein kleines Theoriestruktur aufgebaut, wir sind ja Spackerier und wir sind ja Denker und so, und ich sehe das so, dass es eigentlich so ein Strahl ist, es gibt so zwei Extrempunkte, es gibt die Informationskontrolle und es gibt die Informationsfreiheit, und die Informationskontrolle ist, dass wir eigentlich Kontrolle über jegliche Kopie von Informationen haben, und Informationsfreiheit ist genau das Gegenteil. Und ich sehe uns momentan eigentlich noch an der Gesellschaft, die gerade auf der Schwelle ist, zwischen einer Gesellschaft, die stark von Informationskontrolle geprägt ist, hin zu einer Gesellschaft, die stark von Informationsfreiheit geprägt ist, einfach dadurch, dass wir dieses Medium so stark benutzen, dass wir es nicht mehr wegdenken können. Ja, nur mal so kurz erzählt, aber ja. Zuerst mal, also ich fand den Vortrag sehr, sehr gut, weil er viele Gedanken aufgeworfen hat, die meines Erachtens nach notwendig sind, durchzudenken. Mhm. Allerdings glaube ich halt grundsätzlich, dieser Punkt Privilegien ist meines Erachtens nach in dem Kontext so ein bisschen fehl am Platze. Ich glaube, mag sein, dass da eine Korrelation zu den Privilegien ist, aber es ist eher quasi das Selbstvertrauen. Ob jemand in der Lage ist oder sich in der Lage fühlt, ja, offen zu sprechen im Netz und sich damit halt entsprechend mitzuteilen und halt quasi Informationsfreiheit zu leben. Und mag sein, dass privilegierte Leute sich häufiger dazu in der Lage fühlen, aber ich glaube, diese Privilegien an sich sind nicht der Auslöser, sondern ich denke, der Knackpunkt ist an einer anderen Stelle, und Privilegien, diese Korrelation verwischt es vielleicht so ein bisschen, diese Wahrnehmung. Das wäre so mein Empfinden. Also ich sehe es so, dass ich auch schon eigentlich seit echt langem nicht mehr die Trennung mache zwischen diesem, keine Ahnung, zwischen diesem Virtual Life und dem Real Life. Ich meine, ich trenne ja auch nicht mein normales Leben oder ein Telefonleben. Also das ist für mich eigentlich alles das gehört einfach zusammen, und ich finde, gerade Privilegien sind ein sehr wichtiges Thema, weil die sind genauso im Netz vorhanden wie auch in Telefonen oder Zeitschriften oder keine Ahnung, was für Medien wir sonst so benutzen. Ja. Ja, ich glaube, man muss beachten, dass Kommunikation auch Konstruktion ist. Das heißt, sobald du den Mund aufmachst, machst du Gesellschaft. Das heißt, was du da verkündest von den Privilegien, ist keine reine Beobachtung. Denn sobald du dich hinstellst und das öffentlich sagst, stärkst du und verfestigst du auch dieses Bild in den Köpfen. Und was auf den ersten Blick so gut erscheint, ist es dann vielleicht nicht. Ja, klar, also das ist ja das Standard-Dilemma, was auch Soziologen haben. In dem Moment, wo ich drüber rede, reproduziere ich natürlich auch wieder diese ganzen Problematiken. Aber ja, man kann da nur versuchen, dran zu arbeiten. Ja, sonst noch Fragen oder so? Ja, dann danke ich euch für euer Feedback, sowas. Wir haben es fast geschafft. Wir haben gleich noch einen letzten Talk, der nicht so sehr Talk ist wie Diskussion. Ich würde sagen, wieder um halb, das hat sich ja mittlerweile bewährt, und zwar gleich, für die den Plan jetzt nicht vor Augen haben, gleich gibt es Spackeria-Fails-Spezial, die nullte Spackeriade. Es gab im Vorfeld einige Diskussionen, nennen wir es mal, und wir wollen das hier offen im Plenum mit euch diskutieren. Bis gleich.